Delta to all, radio check, over. Hier ist Bravo, kommen. This is Tango, over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Seit dem 25. Juni 2020 hat die Marine einen neuen Hubschrauber, und zwar den NH90 NTH Sea Lion. Der neue ersetzt den alten Sea King und er soll wie der Vorgänger auch vor allem als Search and Rescue Helikopter eingesetzt werden, also für die Seenotrettung. Aber was der Sea Lion sonst noch so kann, das erzählt uns jetzt ein Pilot, nämlich Kapitänleutnant Enrico K. Er gehört zum Marinefliegergeschwader 5 der deutschen Marine in Nordholz. Herzlich willkommen bei uns im Podcast und einen schönen guten Tag. Ja, einen herzlichen guten Tag aus Nordholz. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Wie glücklich sind Sie denn, dass der Sea Lion jetzt endlich fliegen darf? Ich glaube, ich kann für mich und für meine Kameraden sprechen. Wir sind sehr glücklich. Es geht für alle eine Zeit von mehreren Jahren vorüber, in der wir eben neben dem Fliegen unseres Altmusters, dem Sea King, auch schon Lehrgänge und Ausbildungsabschnitte besucht haben für den Sea Lion. Die neigt sich nun dem Ende zu dieser Zeit und jetzt heißt es dann wirklich komplett, also für uns zumindest, die ersten Besatzung komplett auf den Sea Lion zu schwenken. Und er bewegt sich ja dieser Tage schon durch die Luft, tut das sehr zuverlässig, wie man sehen kann. Und erwartet also hoffentlich eine Perspektive, wieder häufig im Cockpit zu sitzen und den Hubschrauber auf Herz und Nieren prüfen zu können. Und das macht definitiv Vorfreude. Ja, das ist super. Und dann haben wir jetzt noch dieses herrliche Wetter. Das ist natürlich bestimmt auch noch schön. Aber wie ist denn das für Sie, so einen komplett anderen Hubschrauber zu fliegen, mit komplett elektronischem Flugsteuerungssystem und keine Baudenzüge mehr und Hydraulik? Ist das eine Riesenumstellung? Tatsächlich unterscheiden sich die Hubschrauber schon massiv. Ja, logisch, das wäre auch komisch, wenn ein Sea King aus den Jahren 50, 60 konstruiert, jetzt dann irgendwie doch ziemlich gleich wird zu dem Sea Lion, der nun eben dieser Tage erst gebaut wird. Wobei das reine Gefliege sich nicht so sehr unterscheidet. Physikalische Grundsätze sind immer dieselben, da ändert sich nicht viel. Es hat geholfen, dass wir vorher eben auch einen Hubschrauber dieser Größenklasse geflogen sind. Das war schon definitiv so. Man ist halt einfach gewohnt, dort so um die 10 Tonnen, jetzt sind es dann halt 11 Tonnen, zu bewegen. Und die Abmessungen sind ja auch ähnlich, sage ich mal. Das war sicherlich gut. Ansonsten muss ich sagen, konnten wir, ich zumindest, ich habe das aber auch von anderen so gehört, relativ wenig direkt an Erfahrung mit rübernehmen, außer eben das reine, ja, das, wie gesagt, dass man weiß, wie ein Hubschrauber gesteuert wird, weil, wie Sie schon sagen, der Hubschrauber ist eben jetzt fly by wire, sagt man. Mhm. Also da ist keine Übertragung mehr per Bautenzügen. Und das führt dann dazu, dass viele Dinge halt einfach über die Elektronik laufen. Der Hubschrauber meckert dann zum Beispiel rum, wenn ich zu viel manuellen Input gebe. wenn er der Meinung ist, das ist eigentlich jetzt schon sein Ding. Ne? Okay. Das ist dann schon so. Ist das dann manchmal auch ein bisschen gefährlich? Also ich mag auch Autos nicht, die alles so von sich aus entscheiden wollen. Ja. Ist das beim Hubschrauber dann nicht noch ein bisschen... Also man muss sich ja wirklich komplett auf die Technik verlassen können. Richtig. Und Sie sprechen auch was ganz Gutes an. Also natürlich sind diese ganzen elektronischen Sachen, Unterstützungssysteme und so weiter von den Konstrukteuren so gedacht, dass sie den Besatzungen eben Arbeit abnehmen. Und das tun sie auch, wenn man die richtig bedient. Tatsächlich ist es aber alles andere als leicht oder als dass man das jetzt irgendwie leicht abtun könnte und sagt, naja, der Hubschrauber macht ja alles alleine, ich muss dort nicht mehr fliegen. Das ist also mitnichten so. Denn zum einen am Ende elektronische Hilfeleinen hin oder her, am Ende der kritische Punkt die Landung und umso mehr bei Marinefliegern die Landung vielleicht eben auf einem sich bewegenden Deck, also ein Schiff, ist in jedem Fall händisch. So, da hilft mir niemand und das muss ich weiterhin können und üben und kann dort auch eigentlich in der Häufigkeit der Übungen auch wenig runterfahren, wenn ich sage, naja, dafür unterstützt ja der Hubschrauber jetzt viel mehr Flugphasen mit seiner Elektronik. So, also ich darf eigentlich das manuelle Fliegen nicht vernachlässigen und bei der Bedienung der anderen Systeme, die eben eigentlich helfen sollen, muss ich aber immer auch wach bleiben. Ja, also das ist schon, also wach bleiben im Sinne von, natürlich sind wir alle wach, aber ich muss mit wachem Geist dabei sein. Das ist nämlich auch dort nicht einfach nur selbsterklärend oder dass das irgendwie ein Selbstläufer wäre. Ich muss immer auch gucken, machen die Systeme, was sie sollen. Und auch dort ist weiterhin Input erfordert. Und ich kann das erzählen aus einer Trainingswoche im Simulator, die ich gerade letzte Woche absolviert habe. Man kann sich dort schon auch nur mit dem Drücken der Knöpfe
selber auch ins Abseits stellen und weiß am Ende gar nicht mehr, okay, was habe ich jetzt wo hier angewiesen? Ne? Also man muss dort schon dabei bleiben, was ich dem System wo sage. Das ist nicht trivial. Also wirklich sehr anspruchsvoll. Man muss wahrscheinlich auch immer kontrollieren auf Plausibilität. Ist das, was der Hubschrauber jetzt machen will, auch das, was ich machen will? Und macht das Sinn? Ja, ganz genau. Also das Maschinen würden durchaus auch Dinge machen, die sie jetzt gar nicht wollen. Aber die haben sie vielleicht jetzt irrtümlicherweise so angewiesen. Und da muss man auch dann eben vorher tatsächlich nochmal drüber nachdenken. Okay, ergibt das Sinn, was ich hier gerade oder was er machen will, der Computer? Und ja, guter Punkt. Aber er kann ja auch unheimlich viel, ist ja ein Mehrzweck-Hubschrauber. Ja. Können Sie mir mal bitte beschreiben, was er alles kann und vor allen Dingen auch, was er besser kann als der Vorgänger? Also grundsätzlich ersetzt er eben den Sea King in seinen Hauptaufgaben SAR, das heißt Such- und Rettungsdienst über den See- und Landflächen von Nord- und Ostsee, also Norddeutschland, sag ich mal. Und als taktischer Lufttransporthubschrauber über See und als Marinehubschrauber natürlich mit Seeeinheiten. Diese Aufgaben übernimmt er dann auch und gerade im Zusammenhang mit der zweiten Aufgabe, eben als Bordhubschrauber, hat er doch ein deutlich größeres Portfolio jetzt bekommen, ja. Also was dann eben Aufklärungsarbeit angeht, auch der Sea King hat ein Radar, aber das Radar vom Sea Lion ist doch schon auch ordentlich leistungsfähiger, auch im Vergleich mit anderen Lufteinheiten, die jetzt so vergleichbar wären, ja. Also wir können zum Beispiel über 100 Kontakte zeitgleich auffassen, in Entfernung bis zu 150 nautische Meilen. Ja, also wow. Das ist eine Menge. Ja. Also wir haben Möglichkeiten an Bord, dann eben auch gegnerische Radare oder auch von mir aus andere Radare freundliche aufzuklären und daran die Schiffsklasse zum Beispiel zu bestimmen, ohne dass uns irgendwer sagt, das ist jetzt das und das Schiff. Ne? Der Hubschrauber hat eine FLIR-Kamera, also Forward Looking Infrared, eben eine Infrarotkamera, aber auch noch als zweite Kamera dabei eine Daylight-Kamera, also eine Videokamera im Endeffekt mit verschiedenen Zoomstufen. Das ist hauptsächlich ein taktisches FLIR, eben auch für diese Aufklärung. Kann dort also über weite Entfernungen, auch bei eher widrigen Sichten, optische Aufklärung betreiben, kann mir Kontakte angucken und eben daran einstufen, was ich da denn wohl vor mir habe, ja. Sie sagten gerade, dass der das optisch auffassen kann. Können Sie denn tatsächlich bei jedem Wetter fliegen? Also vielleicht nicht gerade im Orkan, aber bei jedem halbwegs normalen Wetter und tatsächlich Tag und Nacht sehen mit Infrarot- und Tageslichtkamera? Grundsätzlich ist der Hubschrauber ein Allwetterhubschrauber, wie man sagt. Ja. Und rein von vom luftrechtlichen Betrieb des Hubschraubers unterscheidet man nach Sichtflug und Instrumentenflug. Mhm. So beides deckt der Hubschrauber ab und dort in auf jeden Fall allen legalen Wetterbedingungen. Die Sachen, die wir an Bord haben, die helfen schon massiv bei der Umsetzung der jeweiligen Aufträge, also sowohl SAR als auch als Bordhubschrauber und sind eben in ihrer Qualität und in ihrer Performance ein ordentlicher Sprung eben nach vorne. Also wie gesagt, wir sind da wirklich jetzt state of the art und gar nicht mal im Vergleich zum Sea King. Das ist kein Vergleich, der hängt ja von vornherein, aber eben auch zu anderen Luftfahrzeugen. Warum sind denn die Hubschrauber eigentlich heutzutage so wichtig geworden? Fast jedes große Schiff hat ein Flugdeck. Das war doch früher nicht so. Ja, liegt einfach daran, dass die Marinen, also es sind ja selten eigentlich Einsätze, die jetzt wirklich von einer Nation durchgeführt werden, sondern die Verbände sind oft international. Und dort habe ich dann im Verband auch nicht notwendigerweise auf jedem Schiff alle Funktionen abgedeckt. Und so ist es halt notwendig, dass ich eben eine Möglichkeit habe, zwischen den Einheiten hin und her Personal vielleicht zu transportieren, Material natürlich, oder dann eben auch zwischen den schwimmenden Einheiten und dem Land. Ansonsten nutzt man auch den Hubschrauber als Erweiterung des Lichthorizontes. Die Möglichkeiten haben wir eben schon besprochen. Mhm. Auch dafür ist das gut. Auch da hat nicht jede schwimmende Einheit in dem Verband eben die Möglichkeiten und so partizipieren dann alle davon. Das macht so einen Hubschrauber einfach zu einem sehr wichtigen Bestandteil für das Schiff und für den Marineverband dann als Ganzes auch. Mhm, das kann ich mir gut vorstellen. Wie groß ist denn eigentlich Ihre Crew? Wie viele Personen sind immer an Bord und wie viele Menschen können Sie maximal transportieren? Grundsätzlich werden wir beginnen, den Hubschrauber mit 4 Besatzungsmitgliedern zu fliegen. Mhm. Man setzt sich zusammen aus 2 Piloten, einem Lopo und einem Bordmechaniker.
So, Pilot ist, glaube ich, klar. Lupo übersetzen wir für Laien, sage ich mal, immer mit Navigator, wobei das ein bisschen zu kurz gegriffen wäre. Also ist auch der Taktiker an Bord. Lupo heißt lang ausgesprochen Luftfahrzeugoperationsoffizier. Und der, sage ich mal, die Möglichkeiten, die man jetzt dann eben auch mehr haben wird, dort taktisch eingesetzt werden mit dem Hubschrauber, die haben dann auch dazu geführt, dass wir diese Position schon mal jetzt umbenannt haben in TACO. Technical Coordinator. Ob das am Ende dann noch so bleiben wird, aber jetzt so heißt er erst einmal. Und der Bordmechaniker, ja, da führt der Name ein bisschen in die Irre. Das hat nichts damit zu tun, dass der irgendwie Mechaniker wäre und dort den Hubschrauber wartet. Der ist fliegendes Besatzungsmitglied, wie alle anderen drei auch. Und das ist unser Mann an der Winde. Und beim Winschen, eben bei diesem Manöver, Dinge oder Personen heraufzuziehen mit einem Stahlseil, ist es auch das Auge für den Piloten, weil der das dort gar nicht sieht. Darüber hinaus ist er noch der Mann mit der Sanitätsexpertise an Bord. Ja, also gerade in der Rolle als SAR-Hubschrauber ist er derjenige, der eine Ausbildung zum Rettungssanitäter hat, die dann im Bedarfsfall noch immer durch einen Arzt eigentlich unterstützt wird. Aber Fakt ist, das ist auch sein Gebiet. Die Frage nach der maximalen Personenanzahl ist immer schwer, generell in der Fliegerei so pauschale Aussagen zu treffen. Von daher ist das so eine Von-Bis-Antwort. Ja, also ich sag mal bis zu 20, wenn es um den maximalen Transport geht. Je nach Konsolen, Einrüstung und so weiter sind das auch vielleicht nur 14 oder 16. So. Aber 20 wäre das Maximum, wenn es darum geht, maximal viele Leute von A nach B zu fliegen. Und können Sie den Hubschrauber auch bewaffnen, wenn das ein sehr gefährliches Einsatzgebiet ist, in dem Sie sich bewegen? So ähnlich wie die Hubschrauber vom Heer? Ja. Also das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie beim Heer. Prinzipiell ist der NA-90 sowohl beim Heer als auch bei uns eben ein Transporthubschrauber, sag ich mal. Okay, der hat Aufklärungsqualitäten, aber nichtsdestotrotz, wir transportieren Dinge und von daher ist die Bewaffnung zum Eigenschutz gedacht. Und da ist es im Moment das Maschinengewehr M3M, das haben wir auch schon am Sea King gehabt, das wird auch beim Heer genutzt. Und ansonsten hat der Hubschrauber noch Möglichkeiten zum Selbstschutz, was Beschuss mit Radar- oder hitzegelenkten Flugkörpern angeht. So, das war es dann aber auch. Also ansonsten weiter bewaffnet wird er nicht. Okay, und wie schnell ist er und was hat er für eine Reichweite und wie lange können Sie damit in der Luft bleiben? Die Schnelligkeit rechnet man in Knoten. In der Luftfahrt, ich rechne das auch um in Kilometer pro Stunde, aber die Angaben über maximale Geschwindigkeiten beziehen sich jetzt in dem Fall auf Windstille. Mhm. Es macht schon in der Fliegerei einen Unterschied, ob ich eben natürlich Rückenwind habe oder Gegenwind. Nehmen wir an, wir haben Windstille und dann hat der Hubschrauber eine eingetragene Maximalgeschwindigkeit, sage ich mal, von 175 Knoten, das sind 324 km/h, also 320 km/h. Ja. Wobei man da auch sagen muss, der Hubschrauber sagt einem, wann diese 175 Knoten vielleicht nach unten korrigiert werden. Und das werden sie auch. Also das hat dann mit meteorologischen Bedingungen zu tun, mit wie schwer ist der Hubschrauber beladen. Also was zieht er dort rein, berechnet das und sagt einem, nee, jetzt darfst du nur noch 145 fliegen oder so. Okay. Prinzipiell ist es aber schon auch ein schneller Hubschrauber, muss man mal sagen. Mhm. Und die Reichweite? Ja, also wenn es jetzt darum ginge, in eine Richtung zu fliegen, dann kann man also so 350 nautische Meilen kann man eigentlich als schon relativ sicher ansehen. Da reden wir von 650 Kilometern. Das ist natürlich toll, ja. Das ist schon eine Weile genau. Als Marinehubschrauber muss man ja immer überlegen, okay, nur eine Richtung bringt in der Regel wenig. Wenn man auf See rausfliegt, dann muss ich auch mal an den Rückweg denken. Es sei denn, ich habe halt vielleicht eine Tankmöglichkeit zwischendrin, eine Ölbohrinsel oder ein Schiff. Ja, eine Flugzeit, wenn es jetzt nur um die Zeit geht, ne, dann ich habe jetzt mal 3,5 Stunden so ausgerechnet. Das ist, glaube ich, erstmal eine realistische Angabe. Da kann man ja schon einiges bewirken in der Zeit. Also gerade bei so einer Rettungsmission ist das ja wirklich extrem wichtig, dass man auch relativ lange draußen bleiben kann und suchen. Ja, das stimmt. Also das ist auch eigentlich ein typisches Merkmal von einem Seerettungshubschrauber. Jetzt mal als Vergleich, die typischen Rettungshubschrauber über Land, ne, also diese gelben ADAC-Hubschrauber zum Beispiel, genau. Ne, die haben irgendwas bei
eine Stunde 20, eine Stunde 30 Flugzeit in der Regel. Ich habe gelesen, der Sea Lion hat einen faltbaren Rotor und er hat auch eine Harpune. Können Sie jetzt dadurch sicherer landen auf den Decks unserer großen Kriegsschiffe? Also auch der Sea King ist schon auf allen Decks der deutschen Marine gelandet. Nur in den Hangar gepasst hat er eben nur auf dem Einsatzgruppenversorger. Beim Sea Lion wird es jetzt so sein, integraler Bestandteil des Bordbetriebs wird er auch nur für den EGV sein, für den Einsatzgruppenversorger, also zumindest als Ersatz für den Sea King. Landen werden wir auch wieder auf allen Decks können. Für die reine Landung, da spielt die Harpune jetzt im Moment, so lange wie der Hubschrauber schwebt, erstmal keine Rolle, sondern in dem Moment, wo er an Deck steht, wird die Harpune aktiviert und er eben auf dem Deck verriegelt und verhindert dann ein mögliches Verrutschen durch die bewegende Schiff. Da hat er im Vergleich zum Sea King schon auch einige Möglichkeiten gewonnen. Der Sea King hatte kein Decklock, keine Harpune und er war vom Schwerpunkt doch deutlich höher als der NA-90. Also das wird uns schon ermöglichen, dort bei noch weiteren Bedingungen zu landen, als das beim Sea King der Fall gewesen ist. Und das Falten des Hauptrotors und das Anklappen des Heckrotors, auch das war schon beim Sea King so. Und generell würde man keinen Hubschrauber nicht gefaltet in den Hangar kriegen. So, also nicht mal einen. Ja, also auf dem Einsatzgruppenversorger ist der Hangar für zwei NA-90 ausgelegt. Aber auch nur, wenn die beide gefaltet sind. Ne? Und wie gesagt, nicht mal einen alleine würde man gefaltet durch das Hangartor kriegen. Einfach im Ablauf auch so vorgesehen, dass dort alle Arbeiten dann im gefalteten Zustand gemacht werden, beziehungsweise die Sachen, die ich dann eben gespreizt machen muss, da steht er dann eben auf dem Flugdeck. Also das ist dann nicht so ein Riesenunterschied, sondern so ähnlich wie sonst auch, aber ansonsten jede Menge neue Technik, neue Möglichkeiten. Was wünsche ich denn eigentlich einem Piloten? Beim Schiff sagt man allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Was wünsche ich Ihnen? Üblicherweise wünscht man Fliegern Hals- und Beinbruch. Wir hier wünschen uns einfach, dass der Hubschrauber viel in die Luft kommt. Also das ist eigentlich die Voraussetzung, die Grundbedingung für alles andere. Ja, wir müssen viel fliegen, Flieger wollen fliegen und das ist jetzt tatsächlich das Allerwichtigste. Wir müssen jetzt wirklich häufig in die Luft kommen und Erfahrungen sammeln. Dann wünsche ich Ihnen Hals- und Beinbruch und jede Menge Flugstunden und vielen Dank nochmal, dass Sie uns das alles erzählt haben. Gerne doch, gerne. Schöne Grüße nach Berlin und einen schönen Tag wünsche ich noch. Danke sehr, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, Bilder vom neuen Sea Lion finden Sie auf bundeswehr.de. Den nächsten Podcast hören Sie am kommenden Donnerstag und das können Sie wie gewohnt zum Beispiel auf Soundcloud oder Castbox. Und bei Fragen und Anregungen können Sie uns gerne eine E-Mail schicken an podcast@bundeswehr.org. Ich melde mich ab aus dem Funkkreis. Machen Sie es gut.